Ich hoffe ja immer noch, dass eine meiner Thesen für 2024 wahr wird und wir nicht ein Duell zwischen Trump und Biden in der US-Präsidentschaftswahl bekommen. Ja, bei Trump könnte immer noch was rechtlich passieren und ehrlich gesagt wundert es mich, dass er nochmal antreten darf, nach dem, was, sag ich mal, nach der Wahl passiert ist. Aber die Mühlen mahlen da langsam und mich wundert es auch, dass Biden eigentlich antreten darf. Mit dem Alter, davor hieß es ja eigentlich schon mal, er übergibt irgendwie dann weiter. Es fehlt halt auch ein guter Nachfolger, weil die Vizepräsidentin ist auch sehr, sehr schwach. Aber ja, irgendwie bei uns gehen die Leute mit 62 in Frührente, aber mit Anfang 80 soll man noch den schwierigsten Job der Welt machen. Das ist schon sehr, sehr bedenklich, weil jeder weiß, dass man einfach intellektuell da nicht mehr auf der Höhe ist. Und ich finde es auch sehr, sehr schwach von der Demokratischen Partei, dass sie da keinen Austausch gemacht haben oder ein ernsthafter Konkurrent aufgetaucht ist in den Vorwahlen. Und man muss auch sagen, vom Output waren die Trump-Jahre auf der weltpolitischen Bühne besser als gedacht im Nachhinein und bei Biden umgekehrt. Denn viele Probleme sind halt auch oft der Schwäche von den USA zurückzuführen, die auch auf die Schwäche von Biden meiner Meinung nach zurückgehen. Aber in diesem Video soll es nicht um Politik gehen, sondern um 10 Aktien, die vielleicht davon profitieren würden, wenn Trump die Wahl gewinnt. Die Wahrscheinlichkeit muss jeder selber kalkulieren. Ich würde sagen, 30-40% ist es, wahrscheinlich vielleicht auch 50%. Also eine realistische Chance. Schlecht für die Welt und definitiv für die Europäer wäre, aber nicht unbedingt für die Aktienmärkte. Denn wenn Trump drankommt, er würde wahrscheinlich die Steuern senken. Das wäre gut für US-Aktiengewinne und vor allem auch die Fed austauschen und dann, also Trump ändert ja oft die Meinung alle 2 Tage und ist unberechenbar und ein Populist, aber eine Sache hat er schon verstanden, er ist Bauunternehmer und er weiß, niedrige Zinsen sind wichtig für ihn, für die Wirtschaft, für alles. Also ich glaube, da ist eine wichtige These, dass der Dollar dann schwächer wird, dass die Zinsen runtergehen, was per se dann wieder auch gut für Schwellenländeraktien wäre, auch für China-Aktien. Selbst mit China könnte ich mir sogar vorstellen, dass er in der zweiten Amtszeit kein Anti-China-Kurs fährt, weil Biden hat es auch gemacht und er vielleicht will er so den großen Trade-Deal so von Diktator zu Diktator machen. Also darauf würde ich nicht spekulieren und auch die chinesischen Aktien traden woanders und haben oft auch gar nicht so viel US-Exposure wie eine Alibaba oder eine BYD. Und das zweite, glaube ich, wo man auch drauf spekulieren kann, dass Europa halt weiter noch seine Verteidigung hochfahren wird. Diese Aktien sind natürlich schon viel gelaufen, aber es gibt vielleicht auch noch 2, 3, wo es noch nicht ganz so ist. Und allein vom Sentiment kriegen sie halt dann nochmal einen doppelten Rückenwind. Weil dann geht es vielleicht nicht nur um die Ukraine, sondern ein bisschen weiter. Die 10 Aktien, wie gesagt, ich bin in einigen investiert, in einige würde ich auf keinen Fall investieren. Einfach so ein bisschen so als Ideenpool und auch ganz wichtig nochmal der Hinweis, gerne auch Ideen posten. Ich bin da auch in mich so ein bisschen gegangen, aber ist natürlich, da kann natürlich viel passieren. Wer da irgendwie Ideen hat, bin ich auch immer dankbar, mir das anzuschauen. Die erste Aktie, die definitiv eher ein auf der Sales-Seite wäre, selbst wenn auch oder gerade wenn Trump Präsident wird, Trump Media, die ehemalige True Social, die bei einer Wahnsinnsbewertung irgendwie tradet. Die Zahlen hier für einen Market Screener stimmen auch gar nicht. Es ist aber irgendwie ein 100-faches Umsatz-Multiple. Und wenn er Präsident würde, dann könnte er wahrscheinlich sagen, er steigt aus, weil als Präsident will er da nicht beteiligt sein. Und das wäre dann eher das Thema, dass er dann da raus kann. Und ich glaube, es, vielleicht geht er dann auch wieder zurück zu Twitter von der Seite. Also das wäre etwas, glaube ich, was vielleicht für Trader bis was zur Wahl ist, aber danach wahrscheinlich eher abstürzen würde. Eine Aktie, die auch so gut gelaufen ist und es auch keine kleine Firma ist, obwohl sie nicht bekannt ist, wäre Chubb. Das ist ein Versicherungsunternehmen. Und warum sind jetzt eine Trump-Aktie? Ja, die haben ihm geholfen bei einer Versicherung zuletzt, was allein vom Sentiment vielleicht dann auch kein Schaden ist. Und wer einem aus der Patsche in einer schwierigen Situation hilft, der hat sicherlich bei so einem Narzissten wie ihm etwas gut, was man dann vielleicht auch irgendwo einlösen kann und vielleicht stehen Trader dann auch darauf. Jetzt zu den angesprochenen europäischen Verteidigungsaktien, da wäre auch eine Leonardo, die auch noch fundamental okay bewertet ist und auch eine Art Self-Help-Story ist mit einem neuen Management und Aufsichtsrat. Und gerade sind die Löhne natürlich auch in Italien nochmal günstiger. Das heißt, auch wenn die EU dann viel investieren muss, dann wird wahrscheinlich auch viel nach Italien gehen und auch nach Spanien. Deswegen neue Aktie auch Indra,
die zwar auch schon sich gut entwickelt hat, aber wirklich noch günstig bewertet ist. Ist eine halbe Verteidigungsaktie, gab es auch zuletzt ein Video dazu von der Seite. Also da ist man noch ein bisschen breiter aufgestellt. Aber sie wollen, sage ich jetzt mal, so das spanische Thales oder Leonardo werden, auch ein bisschen zukaufen. Und Spanien in Italien hat eigentlich auch gute Ingenieure zu niedrigen Kosten und würden halt dann auch von diesem EU-Verteilungsschlüssel profitieren, sind bei Programmen wie dem Eurofighter A400M dabei. Auch ein weiteres Thema von Trump ist, das ganze Fracking und Ölförderung würde wahrscheinlich einfacher. Da wäre zum Beispiel deutsche Rohstoff eine Möglichkeit. Obwohl es eine deutsche Aktie ist, ist sie vor allem im US-Ölfördersegment tätig. Auch aktuell vielleicht gar nicht so uninteressant, wenn irgendwas im Nahen Osten und der Ukraine greift ja auch gerade die Ölinfrastruktur von Russland an. Das merkt man schon beim Ölpreis von der Seite. Also da haben auch vielleicht viele Gruppeninteressen vor der US-Wahl nochmal den Ölpreis hochzubringen und Biden unter Zugzwang zu setzen. Und deutsche Rohstoff ist natürlich ein eher Low-Quality-Unternehmen, aber tradet irgendwie auf dem 3er KGV, hat auch eine Dividende von der Seite. Glaube ich, nicht so uninteressant aufs Momentum passt, wo sie zuletzt auf dem All-Time-High sind. Auch was profitieren würde, wären so typische amerikanische Konsumaktien und auch Small-Cap-Stocks, die ja zuletzt unter Biden nicht so gelaufen sind. Ich meine, der ganze mittlere Westen und der Mittelstand würde, glaube ich, vielleicht auch von der Stimmung her anders sein. So eine Aktie nehme ich mal als Beispiel, weil sie auch erwähnt worden ist und teilweise war den Republikanern sehr beliebt, diesen US-Patriotismus so ein bisschen vermarkten, aber eigentlich sind sie eine Marketingfirma, die Kaffee abpackt, die auch noch nicht mal richtig profitabel ist, aber kann dann auch mal kommen, so wenn er das irgendwie zum Beispiel tweetet oder sowas. Wollte ich jetzt einfach nur mal als Proxy nehmen für so eine typische Small-Cap-Aktie, US-Consumer, mittleres Segment. Und wahrscheinlich auch würde die Sicherheit hochgefahren würden, gerade auch im Inneren, Polizei etc. Davon hat Exxon Enterprise schon sehr, sehr stark profitiert. Aktie ist schon sehr, sehr teuer. Eine Alternative dazu wäre noch die Drone Shield, die ja auch, sag ich mal, viel US-Geschäft haben. Mit den ihren Waffen kann man Drohnen zum Beispiel halt abwehren, was halt gerade bei terroristischen Angriffen auch im Inneren immer relevanter wird. Das wäre noch so ein Thema, was da auch in diese Rolle spielt, so Hightech im Inneren. Auch, ich habe gesagt, Schwellenländer sollten profitieren. Da könnte es zum Beispiel Argentinien mal treffen. Der Präsident von Argentinien ist kein Trump. Ja, ich halte ihn für deutlich kompetenter in dem Bereich und es ist auch eine andere Situation. Aber es gibt sicherlich Sachen, wo man da ein bisschen auf einer ähnlichen Wellenlänge liegt. Und sie wollen ja auch Argentinien noch mehr in die USA orientieren. Da würden natürlich dann auch Firmen profitieren, wie eine Cresud, aber auch andere aus Argentinien, auch generell mit einem schwachen Dollar und Zinsen, würden wahrscheinlich auch Rohstoffpreise hochgehen wie Agrar, das wäre dann auch nicht so schlecht und das wäre zum Beispiel auch gut für Scholz, denn anders auf den ersten Blick wären denn diese niedrigen Zinsen auch gut für erneuerbare Energien, da könnte es dann wieder einen Boom geben, obwohl Trump da eher so ein bisschen dagegen ist. Vielleicht gibt es dann auch ein bisschen noch mehr Zölle, das würde die Preise für Scholz, die machen so Solarkabel, aber relativ innovativ, auch nochmal nach oben bringen. Auch eine Aktie aus dem mittleren Westen, die da Jobs schafft. Wir sehen auch aktuell am langzeitigen Tief, da könnte es dann auch zu einer Wende kommen, haben ein bisschen selbstverschuldete Probleme. Aber anders als die anderen, sag ich mal, erneuerbare Energienaktien in den USA sind sie nicht so teuer, auch nicht ganz so Hightech. Und wir hätten wahrscheinlich noch einen weiteren Immobilienboom, wenn die Zinsen runterkommen. Die sind ja aktuell schon relativ, sind die Immobilienpreise sind ja schon, aktuell schon hoch. Und es würde natürlich auch dazu führen, dass Leute dann noch mehr Neubauten oder ihre Häuser verschönern. Kann man über REITs spielen. Eine Möglichkeit wäre aber auch über bezahlbare Premium-Möbel. Da ist zum Beispiel RH ganz gut, finde ich auch vom Design ganz schön. Aktie ist auch nicht ganz billig, aber stand bei Corona auch schon mal wo ganz anders. Von der Seite ist von der Marke auch nicht so schlecht, wäre das noch eine Alternative. Das ganz kurz noch der Risikohinweis. Was, wie gesagt, wären noch weitere Ideen? Wie gesagt, ich bin in einigen dieser Aktien investiert. Daraus können sich Interessenkonflikte geben. Das hier ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung.